So, willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Diesmal mit den Ferrari FXXK Evo. In 100 Meter links abbiegen. Ja, und, Tuning-Option. Im letzten Video werde ich garantiert, also höchstwahrscheinlich nicht zeigen können, weil es, glaube ich, karosserietechnisch bei dem nicht so viel gibt. Aber dafür habe ich was anderes, was bei den Audi nicht ging. Das seht ihr aber dann, glaube ich, irgendwie zwischengeschnitten am Ende. Aber erstmal fahren wir zum Zielort, der noch 2,3 Kilometer entfernt ist. Und lässt sich eigentlich immer ganz gut steuern. Kreisverkehr, die zweite Ausfahrt nehmen. Huch. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, bei Nacht. Natürlich nehmen wir den Evo. Habe ich auch schon ziemlich schnell nach Autos gesehen. So wie den Pagani da rechts. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Weiß ich mich. Nicht. Ich hoffe, dass noch irgendwie eine gute Gerade kommt, dass ich da vorbeikomme. Ja, erstmal kommt Gegenverkehr. Jetzt wäre es eigentlich eine gute Strecke gewesen, um zu überholen. Das war Kacke. Das war richtig scheiße. Kontrollpunkt verpasst. Da wir jetzt so weit hinten sind, würde ich sagen, starten wir neu. So, umso länger wird das Video. Weil das Video hier vor, das war glaube ich nicht so lang. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es ja noch nicht bearbeitet. Deswegen weiß ich nicht, wie lang das wirklich ist. Aber ich habe irgendwie gesehen, dass ich fast am Ende war und dann knapp über 10 Minuten oder so. Dann schneide ich einmal noch ein bisschen was raus.
Kurve, ey. Schon wieder. Ah, das da vorne ist, glaube ich, ein Bugatti. Der mit seinen über 1000 PS ist ja auch... Das war blöd, das machen wir normal. Ich glaube, bei dem Auto sollte man die Fahrhilfen überdenken. Ich weiß nicht genau, was ich eingestellt habe, aber irgendwie bricht er die ganze Zeit aus. Aber die konnte ich eben relativ schnell nehmen. Und da bricht er schon wieder aus. Jetzt überhole ich mich wieder. Ich sehe noch. Wieder Dritter. Ich habe mal 45.000 abgesammelt. Das Rennen ging jetzt auch schnell vorbei. Jetzt werde ich nochmal gucken, dass ich nochmal irgendwas... Ich glaube, ich sollte mal bei diesen Supersportlern mal eine andere Sache machen. Dschungeltalfahrt, nee. Machen wir nochmal ein Beschleunigungsrennen. Da fahren wir jetzt auf. Weil ich will die Folgen jetzt auch nicht so um 10 Minuten haben. In 400 Metern. Rechts abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 200 Metern scharf links abbiegen. Oh.
hast dein Ziel erreicht. Dass das aktuelle Auto nicht mehr vorne steht, das finde ich so ein bisschen schade. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Warum hole ich so auf? Oh, jetzt wird's langsam. Wir kommen wieder zurück. Nein. Hatte einer doch den gleichen. Ah ne, der hatte einen normalen Ferrari FXXK, kein Evo. Ich habe mich schon gewundert, warum der auf einmal am Start schneller war. Langsamer war. Ne, schneller war und danach abgekackt hat. So, und zum Schluss machen wir jetzt noch die Tunnelwürfel. So, und dann stehen wir wieder vorm Tunnel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Video. Bis dahin, ciao.